Hey ho, Leute, wir haben es wieder mal den 6.8., ein Jahr später. Erinnert ihr euch noch, was letztes Jahr war um diese Zeit? Richtig. Das hier war letztes Jahr. Ja, ziemlich exakt vor einem Jahr habe ich das. Exakt vor einem Jahr, 6.8. Ich habe vorher extra nachgeschaut, was für ein Video ich da rausgeschmissen hatte. Und es war, wo ich den Pressluftmeißel ausgepackt habe. Ja, Grillkota. Noch sind wir ja nicht ganz fertig. Es fehlt noch das Drumrum. Und schaut's mal her. Wir haben wieder einen Haufen Schotter bekommen. Der Fahrer, der hält. Ich wollte eigentlich, dass der das hinten bei der Grillkota ablädt, weil ich ja um die Grillkota auffüllen muss. Was macht der Vollpfosten? Der zieht es bis vorne zur Straße hinaus. Tja, das ist natürlich doof. Weil das meiste brauche ich hinten um die Grillkota rum, um da aufzufüllen. Da kann ich mich jetzt abplagen, aber bevor ich das mache, kommt der hier zum Einsatz, weil ich muss noch ein bisschen Unkraut rausholen. Das mache ich jetzt zuallererst. Tja. Und dann hoffe ich doch, dass der Baggerfahrer irgendwann einmal hier auftaucht, weil der kriegt auch noch ein bisschen was von dem Schotter. Und dann ein bisschen noch gleich mit verteilt. Also das ist dieses Mal grande Katastrophe. Naja, wie wir es gewohnt waren vom Grillkotter Bau-Update-Videos. Immer Vollgas. Aber jetzt trinke ich erst mein Käffchen. Wir haben sogar schon kurz nach 5. Und dann lege ich los. Tja, Leute, erstmal grob das Unkraut raus. Und dann kann man anfangen zum Verteilen. Heute Abend kommt der Nachbar mit dem Frontlader und der schiebt es mir dann auf alle Fälle ein bisschen hinter oder ein bisschen daher. Also da darf man direkt da hinten einen schönen Haufen machen, weil dass ich es da hinten neu verteilen kann. Ja, ich denke mal, das wird ein Video für mehr oder von mehreren Tagen. Einfach dann ein kleiner Zusammenschnitt. Weil auf einmal, ne. Ich mache jetzt weiter. Erstmal Unkraut raus. Also Leute, wie gesagt, ich wollte den Schotter hier vorne dran liegen haben, ein bisschen nach vorne gezogen und fertig. Also dass ich da einen großen Berg habe, dass ich das hätte in Ruhe verteilen können. Sprich, ich wollte von dem Haufen dann eben hinterschaufeln, dann hier auffüllen, dass es hier leicht sanft abfällt. Hier ist eh noch eine kleine Mulde drin. In der Cam sieht man das natürlich nicht so gut. Dann hintenrum auffüllen und und. Tja, und das ist eben daraus geworden, dass ich hier jetzt bis vorne den Schotter liegen habe. Tja, warum? Dem Fahrer wurde gesagt, er soll es einfach abladen und halt nach vorne ziehen. Oh, nee. Naja. Oh, wie gesagt, Nachbar kommt mit dem Bulldog heute noch, mit dem Frontlader. Und bis der kommt, ja, werde ich jetzt schauen, dass ich hinter die Grillkota, also die schmale Seite zur Mauer hin, ein bisschen was reinkriege gleich. Ja, und ansonsten wird er mir das ja dann hinschieben, so dass ich das wesentlich leichter verteilen kann. Naja, warten wir es ab. Warten wir es einfach ab, bis er kommt. Und dann filme ich wieder. Wenn man dann noch was sieht, wenn es dann nicht schon wieder dunkel ist. Oh Mann, Leute, ich könnte kotzen, aber hilft nichts. Ich wollte den Schotter haben. Jetzt habe ich ihn zwar nicht auf den da, wo ich ihn haben wollte, aber er ist da. Tja, Leute, eine ganze Ecke später, ein bisschen geschaufelt habe ich jetzt schon. Ja. Und eben kurz unterhalb vom Beton hören wir auf mit der Höhe. Und ja, da hinten habe ich am meisten reingeschaufelt.
für das Stückerle. Ganz hinten kommt es dann von der anderen Seite rein, von hinten. Ja, so schaut es momentan aus. Und ich schaufel jetzt noch ein bisschen eben um die Kota ringsrum. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert später mit der Rumschieberei. Weil dem Rand hier will ich ja auch noch wie so ein leichtes Podest haben. Da kommt eben auch noch der Schotter hin. Ja, und dann müssen wir gucken, dass wir das gerade kriegen alles. So Leute, mittlerweile haben wir es 9. Ich bin fix und alle. Aber ich glaube, ich habe noch gut was geschafft. David war auch noch da, der hat mir noch hinten ein Auto zerlegt, einen grünen Polo, damit ich da mal ja, ein bisschen was putzen kann und basteln kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, schauen wir uns den Hof an. Also ich habe jetzt links und rechts gleich einmal hier vorne schon auf Endhöhe gemacht. Hier die Kante auf Endhöhe, sprich wenn der Kollege, der Basti, nachher kommt mit seinem Frontlader, dass der gleich sieht, die Höhen und ja, das dementsprechend hinschippen kann. Hier am Rand habe ich schon aufgeschottert, habe ich auch rüber geschaufelt alles. Da kann er bis dahin dann auch noch mit rumschieben. Ja, und das zieht sich natürlich bis hinten durch. Da habe ich ja gesagt, ein kleines Podest. Ja, dass man da auch wieder Steine dann drauflegen kann als Abschluss. Ja, und halt um die Kota rum. Bis daher. Weil da hinten kommt ja dann der Resthaufen hin. Da habe ich dann noch aufgeschüttet. Ja. Und jetzt heißt es warten. Aber naja, das schaffen wir auch noch bis. Oder halte ich auch noch aus. Ja, 10 hat er gesagt, wird er rüberkommen. Jetzt haben wir es 9, wächst eine Stunde. Das geht schon noch. Boah, Leute, hört ihr das? Jetzt haben wir es 9:45. Ich hoffe, er kommt gleich. Aber im Moment habe ich gerade noch da drüben eine Motorsäge gehört. Tja, sowas geht wirklich bloß bei uns hier in Mödingen. Naja. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir was zum Essen kriegen. Dazu auf die Schnelle noch die Fritte anschmeißen. Ein paar Frühlingsrollen haben wir noch und ein paar holländische Kroketten. Yum, yum. Naja, Hauptsache was zum Essen. Tja, okay. Warten wir, bis er rüberkommt. So Leute, 9:45. Da drüben höre ich es scheppern. Sprich, der haut gerade die Schaufel am Frontlader dran. Und guten Appetit. Heiß. Ja, mit so einer Schaufel verschiebt man halt doch ein bisschen mehr, aber ich sehe schon im Display, da sieht man gar nicht viel. Drum, naja. Halb 12 haben wir es jetzt und ja, den Hof zeige ich euch dann morgen, sprich in der nächsten Szene, und dann werde ich auch morgen ja fleißig weiter verteilen, hinten noch um das Eck rumschaufeln und, aber bis später, ich gehe jetzt ins Bett nach der Badewanne, hilft ja nix. Puh, gleich 19 Uhr, hey. 4 Feierabend gehabt. Ich habe noch nichts gemacht im Hof. Ich habe erst einmal lieber ein ordentliches Nickerchen gemacht auf der Couch. Tja, jetzt schlürfe ich mir noch in Ruhe meinen Kaffee. Und dann ja, nehme ich euch mal mit über den Hof, wie er jetzt aussieht. Und dann werde ich heute noch ein klitzekleines bisschen machen.
aber nicht viel, weil mir tut alles weh. Ja, okay. Oh, jetzt hätte ich euch fast wieder vergessen. Schauen wir mal den Hof an. Also hier den vorderen Bereich habe ich jetzt schon mit dem Rechen ausgeglichen. Den Rand noch aufgefüllt. Ja. Und nach hinten sieht es dann so aus. Also da habe ich noch eine ganze Menge zum Ausgleichen. Die Ränder noch eben auffüllen. Ausgleichen. Ich filme einfach mal drüber. Hier natürlich jede Menge Ausgleichsarbeiten. Da muss ich hier zum Beton hin noch sauber angleichen. Da wollen wir ja die gleiche Ebene zum Beton haben und dann rüberwärts und nach drüben vielleicht ein bisschen ansteigend. Zumindest aber diese Gemarsche zurück. Die Einfahrt von hier drüben bis darüber, dass die schön gerade ist und vielleicht dann hier drüben in dem Bereich auch nochmal eine gerade Stelle eben, ja, sozusagen als Parkplatz. Ganz genau. Jo, an der Grillkot, da muss ich natürlich auch noch jede Menge ausgleichen. Da hat das Zeug gut angeschüttet. Da muss jede Menge wieder weg. Da hinten rum. Und das kann ich dann ums Eck rum karren. Jo, da habe ich einen schönen Haufen zum Hinterschaufeln. Und ja, ich bin ja gespannt, wie viel Schotter übrig bleibt, weil der Kollege wollte ja auch noch einen haben, wenn einer übrig bleibt. Aber das werden wir dann sehen. Ich werde jetzt erstmal schön in Ruhe gemütlich weitermachen. Ich glaube, das kann sich eh noch das ganze Wochenende durchziehen. Schatz wollte eigentlich jetzt schon eine Rüttelplatte organisieren, habe ich gesagt, nee. Also bevor ich den Hof nicht so ausgeglichen habe, erst einmal brauchen wir noch keine Rüttelplatte zum Verdichten holen, weil das wäre ja Blödsinn. Ja, ganz genau. Also ich mache jetzt weiter und später zeige ich es euch dann nochmal. Hilft dir nichts, weiter geht's. So Leute, jetzt habe ich heute erst einmal hier definitiv mein Kiel- und Bugwasser, wo ich rein und raus fahre, gemacht. Ja, sieht schon ganz ordentlich aus. Hier in dem Bereich mache ich dann morgen weiter. Ja, und dann natürlich bei der Grillkota. Wo ich jetzt meine Fühler ausgestreckt habe, ist eine Rüttelplatte. Mal gucken, ob ich nicht günstig so eine Mini-Gerüttelplatte ergatter gebraucht und naja, wird mir persönlich eigentlich jetzt auch ausreichen, da müsste man nicht wieder so ein riesen Monster ausleihen und ja, ich hätte eine da. Schauen wir mal. Jawohl, und keine 5 Minuten später, ja vielleicht auch 10 Minuten, kann ich sagen, ich habe eine Rüttelplatte gekauft, eine klitzekleine und ja, ich denke, die wird für mich jetzt für die oberste Schicht Schotter ausreichen. Unten drunter, der Schotter war ja richtig gut verdichtet. Und der andere, das ist ja nicht so hoch. Das wird schon passen. Gut, dann hole ich mir morgen eine Rüttelplatte.